Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir hier noch so ein schickes Häuschen hinbauen. So am Strand, so ganz klein. So 2 auf 2. Und wir müssen auf alle Fälle auch noch viel, viel mehr Zeug für unseren tollen Dino sammeln. Denn wir haben es aktuell tatsächlich irgendwie geschafft, mal wieder einen auszunocken. Und wenn wir viel Glück haben, kommt jetzt hier hinten kein riesiger großer Fleischfresser hin, der hier alles plattwalzt. Und wir sind hier vielleicht mal tatsächlich sicher und es gelingt uns mal, einen Dino zu zähmen. Wir werden es sehen. Schön wäre es ja mal. Aber der gute Dino, der frisst uns auch förmlich die Haare vom Kopf. Dementsprechend müssen wir jetzt ganz, ganz, ganz viel sammeln gehen. Und das tun wir hier auch. Na? Gut. Läuft aber. Würde ich zumindest mal sagen. Da hinten liegt er, da liegt er. Bewusstlos am Hang. Dann gucken wir. So. Oh, dieses Sammeln, das ist auch schon ganz schön monoton. Man könnte hier vielleicht sogar den Strand irgendwie absperren. Dass man hier sowas wie ein Schutzgehege hat für die eigenen Tiere dann. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ob wir das überhaupt schaffen, denn das scheint wirklich unglaublich viel Aufwand zu sein, hier Sachen zu sammeln. Ich weiß auch nicht, ob ich hier tatsächlich alles irgendwie mal so zeigen sollte. Also hier bin ich tatsächlich mal wirklich am Überlegen zu sagen, hey Mann, ich setze mich irgendwann mal so eine Stunde hin. So ganz spät abends, wenn sowieso im Himmel nichts mehr abgeht bei dir. Und kümmere mich dann einfach darum, dass ich hier massenhaft Zeug wegsammle. Und lege halt ein Lager an. Naja, muss ich gucken, ob ich das dann mache. Ob das was wird. So schnell mal ins Inventar geguckt. Haben wir eigentlich noch was zu essen dabei? Nee. Das ist schlecht. Aber wir können wieder was craften. Wir können wieder eine Wooden Foundation craften. Was dann hiermit auch passiert ist. Wir müssen noch ein paar Tiere töten. Was ist denn hier los? Ich komme da nicht ran. Jetzt schon. Sehr mysteriös. Gerade über die Steuerung recht ruckelig und hakelig. Ich hing hier irgendwie förmlich fest. Aber naja, man darf halt hier natürlich nicht denken, dass es ein fertiges Spiel ist. Das ist halt noch eine Alpha. Was ist jetzt mit dem Dino da? Schlägt er sich mit jemand? Nee. Okay, liefert sich kein Battle. Jetzt dachte ich schon. Das wäre nämlich echt mies. Wenn schon wieder irgendein Viech kommt, was hier alles wegtötet. Es wäre wirklich oberübel. Da würde ich nämlich mittlerweile sagen, dass wir überhaupt gar kein Glück haben. So, ich hätte eigentlich schon wieder zahlreiche Bären gefunden. Und hätte auch wieder massig Zeug im Inventar. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal da zurück. Dann geben wir ihm noch was, dann müssen wir wieder vorgehen, denn irgendwo dort vorne haben wir ja auch unser Feuer stehen. Mit massenhaft Fleisch drin. Ich bin nicht dehydriert. Das stimmt doch gar nicht. Na, wo ist die Foundation? Da ist sie. Genau. Da kommt die so hin und dann bauen wir diesen hier noch so was hin und dann haben wir das fertig. Wir gehen mal schnell ins Wasser, damit wir nicht mehr dehydriert sind. Das sammeln wir auch noch schnell weg. Was auch komisch ist, kein normaler Mensch will Salzwasser trinken. So, wir sehen uns jetzt nochmal um. Da hinten liegt unser Saurier, ne? Wo liegt er denn? Ganz versteckt oben am Rand. Oh.
So, die volle Ladung. Da haben wir aber nicht mehr so viele. Und ich denke, ja, könnte laufen, oder? Schaffen wir das in der jetzigen Folge? Höchstwahrscheinlich könnten wir das sogar schaffen. Es sieht gut aus. Achso, wir haben jetzt mittlerweile langsam wieder Hunger. Daher kämpfen wir uns mal wieder vor. Zu unserem Lagerfeuer. Und werden da ganz viel Zeug absammeln. Na, wo ist es denn? War das noch weiter vorne? Das wäre jetzt irgendwie doof. Ich traue mich da nämlich nicht mehr so recht hin. Ich habe irgendwie Angst, dass ich da die ganzen Killerviecher anziehe. Wo ist mein Feuer? Ey Mann, wo ist mein Feuer? Ah, da ist es. Und da ist mein Feuer und da ist dann auch hoffentlich ganz viel Fleisch für mich. Na Stego, wie geht's dir? Und wir könnten dem wieder so ein bisschen Wut geben. So, ich habe jetzt aber auch gesehen, dass wir schon wieder verfallenes Fleisch drin haben. Wo haben wir das denn? Da ist Bold Meat. So. Nun aber. Mann, der Strand wird hier schon mittlerweile sehr leer gesammelt. Ach ja. Dann haben wir... Ne? So ist gut. Oh Gott. Da drüben läuft wieder T-Rex Rampage. Ich hoffe, dass der nicht rüberkommt zu uns. So, wir sollten mal wieder ins Inventar schauen. Können wir wieder was bauen? Eine Wooden Foundation können wir nicht bauen. Wir könnten aber doch bestimmt mittlerweile so ein Spike-Ding hier bauen. Ja, könnten wir. Craften wir auch gleich mal. Dafür bräuchte ich eigentlich nur Holz. Ja, ich meine, solange der da drüben bleibt. Wir dürften hier ja relativ sicher sein, denn die großen Brontosaurier, die greift er ja auch an. Und die sind hier in der Gesamtheit, so wie sie dastehen, deutlich stärker. Und dürften ihn plattwalzen für den Fall, dass er rüberkommt. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wird schon so sein. Ich muss halt einfach darauf vertrauen, denn mit dem kann ich mich nicht anlegen. Ich weiß auch gar nicht, wie das gehen soll. Vielleicht geht das später, wenn man irgendwie so eine ganze Crew hat. Oder mit einer Armee von Raptoren ankommt, dass man den dann so mehr niederzerrt. Aber das ist halt die Frage, ob das so geht. Also ich könnte eigentlich auch mal ein Pelmchen noch hier so umhauen. Oh, ich scheine mittlerweile schon echt hart an der Grenze zu sein. Was das Zeug, was man trägt, betrifft. Vielleicht muss ich doch noch wieder was basteln. Schauen wir mal nach. Können wir mittlerweile wieder was basteln? Wir können definitiv sogar schon wieder eine Wooden Foundation basteln. Das finde ich ziemlich gut. Ach ja, ich bin ja auch wegen Bären unterwegs gewesen. Hm. Müssen wir dringend noch ein paar sammeln. Und jetzt ist natürlich die große Frage, ob man dem Dino dann weiterhin ständig Bären zuschieben muss oder ob er sich dann selbst versorgt. Letzteres wäre natürlich die deutlich bessere Lösung für uns. Wir sind ja faule Menschen. Aber wäre das nicht so geil, wenn wir für den auch noch Bären sammeln müssten.
Meter vorne im Battle ab? Nee, ne? Alles gut. Ja, T-Rex hat unseren Strand halt da drüben geändert. Da werden wir wohl kein Land mehr sehen. Oh, seht ihr diese riesige Flosse, die sich da drüben auf dem Meer erhoben hatte? Das ist bestimmt dieser gigantische Urzeithai. Dem möchte ich mich nicht anlegen. So. Ansonsten sieht es doch mittlerweile relativ gut aus. Würde ich doch zumindest mal sagen. Oh. Das ist schön. Da ist wieder kaputter Palm. Na? Die Baum war halt eine neue. Ist ja egal. Das Zeug dafür haben wir. Top. Wir sollten vielleicht da drüben auch noch eine Kiste bauen und ein Bett bräuchten wir eigentlich auch noch. Und so ein Felsen könnten wir auch mal weghacken. Bräuchte nämlich bestimmt auch wieder ein paar neue Flints, genau. Das läuft auch. Und wir müssen auch eigentlich gleich zurückgucken, wie es unserem Dino geht. So. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder dehydriert? Ihr wollt mich doch verscheißern. Das ist doch gar nicht wahr. So, Wooden Foundation. Da möchte ich die sogar tatsächlich hinhaben. Dann gucken wir uns mal die Wooden Spikes an, wie das aussieht. Ah! So machen wir das, direkt vors Haus. Und dann sperren wir hier so ein bisschen ab und dann kommt hier hoffentlich kein Killer-Dino rein. So, wir werden jetzt aber erstmal hochgehen. Ach du Schande. Das wäre jetzt ja echt doof, wenn der wieder aufwacht. Hier, Michael Berry, Tinto Berries, Narco Berries, Azul Berries, er kriegt sie alle. So, wie sieht's denn jetzt aus? Oh Mann. Das könnte jetzt echt eng werden. Aber ich denke, wir könnten es schaffen in dieser Folge noch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal... Ja, ich weiß, dass ich voll müde bin und so. Aber wir gehen trotzdem erstmal Richtung Wasser und Strand. Denn wir müssen dringend etwas trinken. Und dann könnten wir uns auch ein bisschen über die Dos hierher machen. Und dann bauen wir noch eine Feuerstelle beim Haus und ja. Man wird sehen, wie es wird. Na komm. Nun stell dich nicht so an. Stell dich doch nicht so an. Ah, na, da ist doch schon viel besser. So, und es geht ihm auch deutlich besser. Oder ihr sogar. Hallo, Dodo. Sehr gut. Halt, da haben wir festgestellt, wenn wir das nehmen, dann kriegen wir mehr Fleisch. Und ich hätte gerne noch einen Dodo. Damit ich noch mehr Fleisch habe. Wobei, wir könnten die eigentlich mal verlassen. Das ist ja auch die Frage, kann man die zähmen und dann machen die sowas wie eine Dodo-Farm? Das wär's ja. Mensch, da oben wäre auch ein toller Platz gewesen. Oder hier hinten so ganz versteckt. Wobei das, glaube ich, schon ganz gut passt hier. Ja! Es hat funktioniert, es hat funktioniert. So, was steht denn hier? Parasaurus, more interesting adaptations of creatures. I've seen an island.
Also, die sind wohl sehr schnell. Wir lesen das irgendwann anders mal durch. Parasaurus? Weil der so schwer zu kriegen war. Könnten wir ihn Hard to Get nennen. Nee. Wir nennen ihn Schisser. Jetzt ist natürlich noch die große Frage, was wir damit machen können. Wir haben keinen Sattel, oder? Hä? Also er hat hier sowas, also er kann Sachen tragen. Okay, das verstehe ich noch. Halt, da war's doch. Ach, das geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen bauen. Gut, was können wir ihm für Befehle geben? Wir sollten helfen. Jetzt ernsthaft? Das war doch bloß ein Fehler, Mann. Ich krieg die Krise. Da schaffen wir es endlich mal und dann verkacken wir es auf diese Art und Weise. Jetzt wirklich? Ich sag jetzt mal nichts. Ich meine, die werden ja wieder respawnen. Wir bauen hier einfach hier so ein Camp aus. Oh Mann, das tut mir echt so leid. Tut mir leid, Schisser. Kaum gewonnen. Schon zerronnen. Da ist er. Der arme Schisser. Manchmal stelle ich mich echt an wie der letzte Mensch. Und damit gibt es jetzt fast nur Hype, ne? Tatsächlich. Ist verrückt. Gut, wir gucken mal weiter ins Inventar. Ich möchte dann hier gerne mal was weiterbauen. Sleeping Bag möchte ich nicht bauen. Ich möchte hier ein richtiges Bett bauen. Genau, das craften wir gleich mal. Und das werden wir auch gleich mal aufbauen. Ja, dann bleibt noch genug Platz für die Wände. Und wir haben jetzt zukünftig so eine Schnellreise-Option. Also, alles okay im Moment. Aber wir haben festgestellt, so toll dieser Parasaurus auch ist, er ist einfach unglaublich langsam. Und er hält nichts aus und er ist, naja... Ne? So, dafür bräuchte ich noch ein paar. Das bauen wir noch fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir die heutige Folge endlich mal ein bisschen kürzer. Denn in letzter Zeit waren wir schon arg lang. Zu lang. Also immer diese 30-Minuten-Folgen, das guckt sich doch niemand an. Und ich werde mal sehen, wie es bei mir dann zeitlich jetzt aussieht in nächster Zeit. Ob ich denn dann nicht so zwischendrin einfach nochmal so eine Stunde farmen gehe hier. Material zusammenkloppe und dann sind wir sozusagen, sehen wir uns wieder, wenn ich das Zeug dann habe und dann können wir viel bauen. Dann müsst ihr dieses langweiligere, ja einfach nur rumrennen, irgendwelches Holz wegkloppen, nicht mit ansehen. Oh, wir sollten was essen. Und das sollten wir vielleicht auch mal reparieren. Das machen wir mal schnell. Drauf auf den Kopf, das kann weg. Und ich esse hier mal so ein bisschen was von gutem Fleisch. Dann werden wir hier noch ein bisschen rumhauen. Und ich hoffe, dass dann die Spuck gleich reicht, dass wir das eine Fundament zumindest noch bauen können.
Oh, Strand zu Ende oder was? Oh. Kein Wunder, dass von da kein fieser Dino kam. Da kann keiner kommen. Na, das läuft doch. Ich glaube, da bauen wir auch noch ein solches Teil und dann... Dann war's das mit der jetzigen Folge. Habt ihr's gesehen? Habt ihr diese gigantische Flosse gerade draußen im Meer gesehen? Ich hoffe doch, dass ihr das habt. Ich bin nicht encumbered. Das bildet ihr euch nur ein. Also der Strand geht doch weiter. Ach, das passt doch. Oh oh. Moment, mit dem legen wir uns jetzt mal an. Der kann sich nämlich nicht wehren. Super Sache. Also gibt es hier hinten dann doch so ein paar gefährlichere Tiere. Gut zu wissen. Bauen wir auch gleich eine neue. Machen uns dann auf den Rückweg und dann... Na? Gucken wir mal weiter. Wieder encumbered. Wir könnten wieder was bauen. Wir könnten uns vielleicht jetzt sogar schon dran machen... Nee, das ist so ein Fetch. Wenn, dann hätte ich schon gerne das Holzteil. Thatch Wall, Thatch, bla bla bla. Genau. Dann craften wir doch einfach auch mal das. Das könnten wir eigentlich auch gleich mal craften. Eine Water Skin craften wir ebenfalls mal. Das würde ich auch noch gerne machen. Also zumindest ein bisschen Holz müssen wir wohl noch schlagen. Ja, da haben wir doch wieder was. Und diese hübsche Palme wird uns auch noch zum Opfer fallen. Dann mal weiter im Takt und wir müssen uns da echt was einfallen lassen. Wir bräuchten bestmöglich eine ganze Armee von Tieren. Mit denen wir den Strand hier irgendwie absichern können. Das hier ist halt. Vielleicht sollten wir auch so ein paar Trikes oder so zähmen. Denn ich denke, die können auch ordentlich austeilen. So können wir vielleicht schon die Tür bauen. Hm, ja, können wir tatsächlich. Nein, ich wollte erstmal die Kiste bauen. Erstmal die Kiste. Dann bauen wir hier noch so eine Tür. Und eine Holzwand hätte ich auch noch ganz gerne. Das schaffen wir auch noch. Aber auch noch in dieser Episode. Ich meine, nachdem die letzten jetzt ja schon 30 Minuten waren, dann macht das hier jetzt das Kraut auch nicht mehr fett. Das ist eine schöne Palme. Sollte sehr, sehr viel Holz geben. Und die hier auch. Da gleich mal reingeguckt. Reicht noch nicht ganz. Zwei brauchen wir noch. Dann kloppen wir hier diese winzige Palme noch um. Ja, das reicht. Das reicht doch tüchtig. Und ich musste echt gucken, ob wir so eine Dodo-Farm oder so bauen können. Das wäre halt echt der Oberknüller. Das würde mir sehr gefallen.
Gut, wir bauen hier die letzte Wooden Foundation. Ja. Dann... Nee, Moment. Hier ist dann definitiv so der Platz, wo man so reinkommt. Dann bauen wir hier den Wooden Doorframe hin. Ganz genau. Dann die Wooden Door. Ist eingebaut. Dann hatten wir noch... Hatten wir nicht noch eine Wooden Wall? Bin ich jetzt etwas dümmelig? Oder ich sehe es einfach nur nicht? Also irgendwas stimmt doch jetzt gerade nicht. Ja gut, dann packen wir erstmal so diese Storage Box aus. Und dann hier mit so hin. Direkt vors Bett. Oder sogar direkt so hin. Nein. Das passt schon so. Na? Dann kommt nämlich hier noch so eine zweite hin und dann ist alles gut. Nee, aber eine Wand wollte ich jetzt schon noch bauen. Das muss noch gehen. Da hatte ich hier echt nicht genügend Ressourcen dafür. Ist ja komisch. Ach, ich habe sie einfach nur noch nicht gebaut. Haha. Das war der Grund. So, nun aber. Sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann würde ich einfach sagen, wir sperren es hier so relativ gut ab. Genau, so machen wir das. Und dann werde ich mir vielleicht doch noch so eine Dodo-Farm anlegen. Ich muss mal gucken. Ich muss mal sehen, was andere tolle YouTuber dazu sagen. Ob die da halt eine Ahnung haben, dass das funktioniert. Dann wird das hier so richtig schön abgesperrt hier runter. Dann kommen hier hoffentlich auch keine riesigen, gigantischen Dinos rein. Und eigentlich wäre das hier ein super Ausgang. So ein ganz versteckter Ausgang. So dass wir hier alles komplett dicht machen können. Ja, da oben müssten wir dann auch noch was rein machen, aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir doch. Nein. Ah. Geil. Super, das heißt, wir können jetzt von Bett zu Bett springen. Das gefällt mir. Ja. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich dann und ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao.